Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest? Ich bin die Axt im Walde und wir spielen auch The Forest. Diesmal in der Version 0.71, die ist gerade brandneu rausgekommen. Und zuletzt hatte ich hier die Version 0.70, also 0.70. Ja, hatte ich mal ausgelassen aus dem Grund, da hier viele Anpassungen und Fehlerbehebungen im Bereich künstliche Intelligenz stattgefunden haben, sowohl als auch Gamepad-Anpassungen, Optimierungen, Performance-Verbesserungen, ja, Animationen und auch viel Kosmetisches. Ja, aber wir sind ja hier jetzt ja in der neuen Version 0.71. Da komme ich dann nochmal später auf die 7.0 zurück. Zuerst gibt es hier mal neu die neuen modernen Pfeile. Diese sollen sich verstecken in gelben Koffern, aber nicht in allen. Ich habe hier viele gelbe Koffer bereits über Stock und Stein gedreht und bisher bin ich auf keinen dieser neuen modernen Pfeile, die mehr Schaden verursachen sollen, gestoßen. Ja. Wir kommen jetzt aber als erstes hier zum Quick Crafting. Ich nenne das jetzt erstmal so. Die Entwickler haben das nicht so bezeichnet, aber es ist angedacht und so funktioniert das auch, um schneller craften zu können. Ich hatte hier vorhin gesagt, ich komme nochmal zurück auf die 0.70-Version. Kosmetische Änderungen kann man hier gut erkennen. Wir haben hier einen neuen Cursor bekommen im Inventar und auch größere Symbole. Ja. Das wird jetzt alles ein bisschen schöner dargestellt. Ich persönlich meine, dass auch das Gefühl, wie sich hier dieser Zeiger verhält, dass sich das auch ein bisschen mitgeändert hat. Ich denke, das ist noch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir kehren aber zurück zum Thema des Quick Craftings. Man kennt das, man möchte hier mehr von einem Gegenstand bauen, zum Beispiel hier von so einem Molotow-Cocktail. Ja. Und wenn man hier so ein zweites Teil bisher draufgelegt hat, dann ist das nicht mehr gegangen, dass man hier das Drehrädchen bestätigt. Das war dann einfach weg. Jetzt kann man hier draufpappen ohne Ende, nie so oft man möchte. Ich heiz hier mal alles weg, ne? Und dann läuft das folgendermaßen ab. Das ist leider nicht ganz, ja, Quick Crafting automatisch. Von daher craften, weglegen, craften, weglegen und so weiter hier, ne? Ja. Ungefähr so. Und das geht dann recht hier so ratzfatz. In den Steam-Foren sind dazu aber auch schon die ersten Beiträge von wegen, ich möchte hier dies und jenes craften. Aufgrund der mehrfach vorhandenen Zutaten auf der Matte meint das Spiel aber so, nee, du craftest jetzt hier das Ding. Ja, und dann kann man das, was man eigentlich herstellen möchte, gar nicht herstellen. Ich denke mal, hier kommt heute wohl früher oder später noch ein 071B-Update. Ja, dem schlauen Mitkocker von The Forest, der The Forest vielleicht auch ganz gut kennt, ist das bereits aufgefallen. Bei allen Nahrungsgegenständen, ja, Getränken und auch so zum Essen, ist jetzt hier angeführt Kalorien. Ja, jedes Nahrungselement hat hier so eine Kalorienangabe, denn das Nahrungssystem wurde doch einmal mehr wieder überarbeitet. Dazu aber bitte lest das in den Patch Notes nach auf forum.survivetheforest.net bei uns, ja, alles Deutsch, zum Nachlesen. Ja, und dann komme ich auch hier bereits zur nächsten Neuerung. Auch hier hat der kundige The Forest-Spieler das vielleicht bereits gesehen. Es gibt jetzt hier das Electrical Tape. Bei uns nennt sich das Isolierband. Das Isolierband ist jetzt notwendig für alle Explosivgegenstände, Elemente, Objekte. Man sieht das hier, das muss ja zusammengepappt werden, ne? Ja. Und, aber nicht nur das. Das Isolierband ist zu finden in manchen Koffern, nicht in allen, in manchen Koffern und es können hier ganz lustige Dinge damit angestellt werden. Ich nehme jetzt hier das Isolierband und wir bekommen das auch schon vorgeschlagen, was da alles möglich ist zu bauen und holen mir dazu einen Bogen. Was brauche ich hier noch? Ach so, ja, darum dreht sich's doch, die Taschenlampe. Und jetzt habe ich hier so einen Bogen.
mit unten dran der Taschenlampe dran gepappt, ne? Das wird jetzt erstmal ausprobiert. So, und das ist auch automatisch bereits es das an hier, ne? So. Mit dem Bogen geht das auch noch ganz gut. Hier von der Steuerung. Ja, wohin der Lichtschein fallen soll. Da geht das noch ganz gut. Und wenn mir hier ein bisschen fad ist, mache ich auch noch ein Feuerzeug zu an. Ja, wem das nicht gefällt, der legt seinen Bogen wieder auf die Matte, drückt die Taste C hier, um das auseinanderzunehmen. Und tja, ein Isolierband geht auf jeden Fall dabei drauf. Ich entferne den Bogen, nehme mir wieder ein Isolierband und hole mir hier die Pistole hinzu. Ja, und ihr seht das, läuft auch hier mit der Pistole. Die Pistole, die sieht ja hier unheimlich, nun, ja, dick aus. Drücken wir das mal so aus. Unheimlich dick, belassen wir es dabei. Und ja. Geht auch ganz gut, ne? Hier zum Zielen ordentlich. Das ist vom Lichtschein her gut zu steuern. Auch hier ist es möglich. Ja. So, mit einer Hand hier. So ein, wie so ein Wilder Westernheld. Ne? Und auch den pappen wir wieder auseinander. Und auch hier geht wieder ein Isolierband drauf. Isolierband und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Nee, es gibt insgesamt vier Möglichkeiten. Wir haben hier den modernen Bogen vorhin verwendet. Es ist aber auch mit dem normalen Bogen möglich. Ja, den haben wir jetzt aber nicht und das ist auch nicht anders als mit dem modernen Bogen. Wir wollen hier die Kettensäge. Ja, und ja, hier oben ist der Lichtschein dann doch wenig hilfreich. Aber bei Benutzung geht dann auch der Lichtschein nach vorne. Ja. Und weil das nicht genug ist. Nee, das ist noch nicht alles. Ja. Ja, kennt ihr hier so die kleinen Handstaubsauger? Ja, genug geknattert hier, ne? So, abgelegt, das Zeug. Ja, es ist schon ein bisschen lustig hier, wie mit so einem kleinen Handstaubsauger durch die Gegend zu knattern. Was absolut neu ist, sind hier, ihr kennt das, diese kleinen nervigen Steine, ja. Die Entwickler haben die ja erst vor einigen wenigen Updates, denke ich mal. Wie war denn das hier? Ja, irgendwas angepasst. Genau, die Taste E gedrückt halten. So war das. Haben die das angepasst? Jetzt ist das nicht mehr so. Dafür wandern hier die kleinen Steine. Das geht natürlich jetzt nicht. Ich bin schon voll. Die kleinen Steine wandern hier in das Inventar. Ja. Zu werfende Steine. Insgesamt kann man hier 10 Stück von aufnehmen. Stelle ich mir jetzt aber einen sogenannten Kleinsteinbeutel her, ja, kann ich noch weitere 15 Stück von den kleinen Steinen aufnehmen. Warum ist das der Kleinsteinbeutel und nicht der kleine Steinbeutel? Weil hier nicht, ja, der Beutel selbst ist schon klein, ne? Aber wir wollen ja nicht den Beutel der kleinen S bezeichnen, sondern dass das ein Beutel ist für kleine Steine. Es gibt ja auch einen Beutel für große Steine. Ja, mit denen kann man aber nicht werfen. Ja. Und meine Lieben, mein absoluter Höhepunkt ist hier folgendes. Das lässt sich jetzt wirklich, das ist mein absoluter und ich bin mir sicher von vielen anderen auch hier in dieser Version mein absoluter persönlicher Höhepunkt, was die Entwickler hier diesmal zusammengetragen haben mit einem Stock. Einem Stoff. Ah ja, und einem Isolierband. Ja, lässt sich hier eine sogenannte Schleuder herstellen. Slingshot nennt sich das hier. In der englischen Version, das Ganze sieht dann so aus. Ja, und dreimal dürft ihr raten, natürlich nimmt das Ding hier die Steine als Munition, die kleinen Steine, die man nun aufheben kann.
Ja. Und das funktioniert hier hammermäßig. Ich habe jetzt noch nicht probiert, hier ein Tier zu erlegen. Und Gegner auch nicht. Ja. Aber. Yay. Ne? Es fliegt uns hier erstmal alles um die Ohren. Ja. Mir gefällt das wirklich ausgezeichnet. So, Baum. Und was hier das Zielen betrifft, gebe ich euch folgenden Tipp hier. Genau auf dieser, wenn hier die Schleuder gerade gehalten wird, auf der rechten oberen Seite der Gabelung dieses Ypsilons, also quasi das, was jetzt hier oben dargestellt wird, dort, wo das Isolierband, hier das Gummi, was, ja, was ist denn das eigentlich? Isolierband und Stoff? Gibt doch auch nicht so einen elastischen. Gut. Auf jeden Fall dort oben, wo das umgewickelt ist, ungefähr dort, ja, zielen, dann klappt das auch. Ich möchte jetzt hier mittig auf den Baum treffen. Ja, und das funktioniert schon ganz gut. Ihr seht hier, oben halte ich an und ungefähr dort fliegt der Stein dann auch hin. Mit Schmackes später wieder ab. Jo, genau. Oh, so ein Vogel vielleicht, ne? Nee. Ich bin Schütze hier. Oh Mann. Gleich mal wieder nach Hause gehen hier. So. Ja. Ja. Ja, gut. Gibt nichts mehr zu tun hier. Auf jeden Fall. Das waren auch schon die Änderungen aus der neuen Version 0.71 in the Forest. Die Entwickler geben oder gaben hier in den Patch Notes noch weiter an, dass sie hier auf dem, auf der Veranstaltung PlayStation Experience eine PlayStation 4-Version von The Forest angekündigt haben, die 2018 auf den Markt kommen soll. Und weiters haben die auch angekündigt, dass es ein offizielles Veröffentlichungsdatum für 2018 der PC-Version 1.0 von The Forest geben wird. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall ist das nächste Update noch ein bisschen hin zur Version 0.72, nämlich genaue 34 Tage. Und von daher sage ich alles Gute noch an euch alle, an euch Zuseher, Abonnenten. Wirklich vielen Dank für jeden Daumen hoch. Kommt gut ins nächste Jahr. Das war die Axt im Walde. Mit Was ist neu in the Forest? Alles Gute, tschüss!